So, wir brauchen alles. Wir brauchen echt alles. Also brauchen wir jede Menge Steine. Das Werkzeug. Wir brauchen Steine, wir brauchen Holz. Neue Pickaxt. So. Zack, zack, zack. Also Steine brauchen wir, Holz brauchen wir. Wir brauchen Dünger für die ersten Farmen. Wir brauchen Kohle, hatten wir schon gesammelt. Eigentlich brauchen wir primär nur Holz. Also ganz viel für die Kisten, ein bisschen was für die Farm. Nein. Was hatte ich gerade noch im Kopf? Doch, die Farm brauchen auch Holz, oder? Ja, aber normales Holz. Oh, und wir brauchen unbedingt eine Forschungsmaschine. Ting. Für die Forschungsmaschine brauchten wir Gold. Chop, 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 chop. Gib schon endlich um. Also wir brauchten Gold, Steinblöcke und Bretter. Ja, das kriegen wir hin. Und diesmal nehmen wir auch wirklich alle Tannenzapfen mit. Da wir ja nicht ganz so viele Bäume hier haben. Schon gar keine großen. Das ist irgendwie nervig. Aber gut, ich hau die erstmal alle um. Auch die kleinen. Und die Tannenzapfen arrangieren wir dann irgendwo in der Nähe unserer Basis in so einem kleinen Wald. Oh, der ist schön groß. Und hier sind wirklich irre viele Kaninchen. Sehr gut. Also ja, Essensprobleme werden wir hier keine haben, denke ich mal. Das kommt alles mit. Der da ist viel zu klein. Auch zu klein. Erforschen wir mal die Insel hier zu Ende. Hier ist ja doch irgendwo ein Schweinekönig. Ein zweiter. Das wäre ganz schick. Stein können wir unterwegs auch mitnehmen. Weil die Blöcke brauchten ja auch ein bisschen was. Also wir brauchen vier Blöcke dafür. Und ein Block braucht drei. Also brauchen wir 12 Steine. Die haben wir schon. Ja, okay, wir brauchen für andere Sachen auch noch Steine. Und das Gold hatten wir, glaube ich, nicht mitgenommen. Von der anderen Basis. Davon brauchen wir auch noch eine Menge. Ding, 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 ding. Oh, warte mal. Wow, die leuchten jetzt ja richtig und blinken. Okay. Ja, diese kleinen Sachen zwischendurch, die sie mal updaten, sind echt schick. So, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne jetzt noch einen großen Baum. Ja, schaut nicht so aus. Na gut, dann muss das Ding da halt herhalten. Chop, 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 chop. Also wir hatten direkt bei der Basis ja auch einen Wald. Aber den einen haben wir ja abgebrannt. Da waren aber, glaube ich, noch andere in der Umgebung. Also wir sacken jetzt nur so ein bisschen was ein, was rumliegt und gucken uns dann da wieder um. Also in diesem grünen Fleck war ja unsere Kohlefabrik quasi. Aber in der Nähe waren noch andere Bäume. Euch lassen wir erstmal leben. Den Baum hier können wir, glaube ich, kaputt machen. Aber da kam nichts raus. Bei denen kann man, glaube ich, warten, bis sie verschwinden und dann tauchen irgendwann neue auf. Glaube ich zumindest. Das habe ich noch nie beobachten können. Oh, wir haben doch schon ein wenig Gold. Wie viel Gold ist das? Einer. Nee, es reicht nicht. Es reicht für die einfache Forschungsmaschine, aber nicht für die... Ah, doch, für die gute reicht es auch. Sehr schön. Also, wir brauchen Bretter. Da ist schon mal der Haken. Wir brauchen Steine. Ein Brett fehlt. Nee. Und dafür fehlt nur ein Holzstück. Ist doch albern. So, dafür musst du jetzt sterben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unsere Goldachse ist auch bald weg. Das sollten wir jetzt schon mal schnell machen. Haben wir dafür genug Gold? Ach, wir können die gar nicht machen, ne? Weil wir keine Forschungsmaschine haben. Oh, wir brauchen keine Forschungsmaschine, um die zu bauen. Sehr praktisch. So. Nee. Also hier ist unsere Kohlefarm, das bringt nichts. Aber hier sind noch ein paar Bäume. Wir sollten auch unbedingt unsere Baumfarm nicht in der Nähe der Kohlefarm bauen. Nur so, für den Fall. Und es wird schon wieder dunkel. Es geht ja richtig schnell. Wir haben eigentlich noch gar nichts gemacht heute. Aber na gut.
Ja, ein bisschen Holz gesammelt, ein bisschen Steine geklappt, das ist auch okay. Dich nehmen wir auch noch mit. So, ein bisschen Dünger sammeln schadet auch nicht. Genug Zeit haben wir ja noch. Und wir haben gleich Tag 80. Sehr schön. Und was macht das Monsterfleisch hier mitten in der Jagdgrube? Ach, die Wölfe. Stimmt, wir kamen ja von hier oben. Das heißt, wir können... Ah, genau, Wölfe. Greif mal die Jacks an. Greif mal ganz schnell die Jacks an. Ah, es wird zu spät. Ah, schnell zurück zum Lager. Aber ja, ich denke, der Wolf hat gerade wieder einen Jack angegriffen und sich damit ein Todesurteil unterschrieben. Du. 1, 2, 3. Wieder hinlegen. So, wir brauchten noch ein Brett. Und haben jetzt das... Ein Gold fehlt. Und das war die Biokiste. Na gut, du kannst in die Biokiste. Haben wir denn genug für eine Farm? Speedy Farm. Jo, sehr schön. Und die bauen wir jetzt hier an dem Weg lang. Denn fällt es nicht ganz so auf, dass die Abstand voneinander brauchen. So, Samen haben wir auch schon. Aber jetzt müssen wir da Dünger reinschmeißen. Oh, müssen wir nicht. Sehr schön. Ja. Für noch eine fehlt uns Dünger und Holz. Du kommst mit, du kommst mit. Und da hinten sehe ich wieder Fireflies. Nee. Oh, und was essen nicht vergessen. So. Die Steine können mit den Steinen zusammen. Was wollten wir noch bauen? Wir wollten noch Fallen bauen, die kleinen. Genau, die hier. 1, 2, 3. Wir haben zwar überall genug Kaninchen, aber einfach so vom Prinzip her hätte ich schon mal ganz gerne welche hier. Hier. Und hier. Außerdem finden wir so doch mal wieder zwischendurch die Federn, die ich zwar nervig fand, aber die kann man immer noch verforschen. So, was wollten wir noch? Einen Rucksack haben wir. Ein Bucknet hätte ich noch ganz gerne. Dafür brauchen wir aber zwei Seile und die haben wir bestimmt nicht. Nö, wir haben nur eine Seile. Wir können jetzt Papyrus herstellen. Davon nehme ich mal... So, die 10 Stück braucht man für irgendetwas Besonderes. Das weiß ich noch. Das können wir wahrscheinlich nicht sehen, weil wir keine Forschungsmaschinen haben. Nee. Okay, das muss alles warten. Wir müssen jetzt ganz schnell Steine klopfen. Und zwar so lange, bis wir unser Gold zusammen haben. Pickaxe. Oh, wir haben keine Pickaxe mehr. So. Gib uns Gold. Alles. Ah doch, da ist ein Goldstück. So. Forschungsmaschine. Du kommst. Dahin. So, sehr gut. Wir wollten irgendwas aus. Ein Vogelkäfig. Der brauchte Papyrus. Aber es gab irgendwas, das brauchte 10 Reed. Also richtige Reed, nicht den Papyrus. Ich weiß nur nicht mehr, was das war. Backpack. Irgendwas Neues war das. Bimine. Sleep Dart. Den bräuchten wir noch. Dafür bräuchten wir 2 Reed. Aber das ist auch nicht. Hier ist der Vogelkäfig. Papyrus. Ah, die Panflöte. Braucht aber auch 200 Forschungspunkte. Ja, okay. Das musste noch warten. Wir sammeln mal ein bisschen Dünger für die zweite Farm. Müssen aber erstmal das ganze Holz hier weghauen. Beziehungsweise die Kohle. So, du, du. So. Oh, du hast ein einigermaßen großer Baum. Das nutze ich mal aus. Du kommst mit... Und der da unten rechts auch. Ja, hier waren definitiv noch genug Bäume neben unserer Kohlefarm. So. Noch 2 neue Tannenzapfen. Sehr gut. Und wir müssen uns mal eine Taktik überlegen, wie wir die Jacks umbringen können, ohne dass die ganze Meute uns angreift.
Ich hätte schon ganz gerne das bessere Fleisch, um eine Fleischstatue zu bauen. Alternativ könnten wir auch ein Schweinehaus bauen. Nur dafür bräuchten wir erstmal diese Pigskins. Die könnten wir höchstens hier herholen. Da war ja eine Schweinefarm. Ja. So, also hier ist unsere Basis. Hier ist unsere Kohlefarm. Dann machen wir doch mal in dem kleinen Fitzelchen, das von den Wegen eingekreist ist. Wow. Also hier unsere Holzfarm rein. Ist nicht besonders groß. Oh, muss es ja auch nicht sein. So, du kommst also weg. Den Stumpf sammeln wir auch gleich noch ein. So. Damit hier auch schön viel Platz ist. Und dann gucken wir nur, wie viel wir hier reinquetschen können. Boah, das geht eigentlich. Können wir da noch durchgehen? Ja. Also man kann Bäume jetzt nicht mehr so setzen, dass sie wirklich irgendwas blockieren. Das heißt, wir können uns auch nicht aus Versehen hier irgendwie einpflanzen. So, du dahin, du da. Nee. Dafür sieht es aber doof aus. Aber egal, hier passen jede Menge Bäume hin. Dürften wir uns keine Sorgen machen müssen um das Holz. Und wir wissen immer, wo wir hinlaufen müssen. Nicht so ein Zickzack wie vorhin gerade. So braucht man zu viel Zeit. Und wenn Zeit vergeht, kommen mehr Wölfe. Also angeblich. Ich habe immer noch nichts von dieser Eskalation gesehen. Dass mit der Zeit mehr Wölfe kommen. Aber vielleicht ist unser Spielstand ja auch einfach buggy. Weil es den schon vorher gab. Müssen wir mal gucken. Die setzen wir auch gleich. Doofer Vogel, geh da weg. So, was wir brauchen noch? Wir haben eine kleine Grasfarm. Wir haben eine Kohlefarm unten. Wir haben die Holzfarm oben. Wir bräuchten noch Stickies. Davon gab es nicht allzu viele hier. Die sollten wir also gleich mal einsammeln. Hier, genau. Da ist einer. Kommst mit. Du kommst mit. Ja komm, das Gras können wir auch mitnehmen, was soll's. So, da unten sind noch zwei, drei. Und hier liegen sogar Karotten rum. Ist ja echt praktisch. Oh, was ich noch nicht gesehen habe, sind Beerenbüsche, glaube ich. Werden die überhaupt eingetragen? Ja, werden sie. Das scheint also das Einzige zu sein, was hier auf der Insel fehlt. Beerenbüsche. Damit kann ich leben. Das bedeutet nämlich auch, dass hier keine Truthähne rauskommen. Und die waren ja doch recht nervig. So, was kommt noch mit? Stickies. Da unten wären welche, aber ich glaube, ich erforsche lieber mal den Teil der Insel hier noch. Nur für den Fall, dass sich hier irgendwas Garstiges versteckt, was wir noch nicht kennen. Ja, ein bisschen weiter runter. Und Wilson hat schon wieder seinen Eintagebart. Das geht hier echt flott bei dem. Aber ja, wir müssten jetzt genug Bart zusammen haben, um die Fleischstatue zu bauen. Sobald wir das Fleisch haben, was eher das Problem sein wird. Ne, hier scheint echt nichts zu sein. Na gut, wir müssen uns nach da halten, um zurück zur Basis zu kommen. Oh, ich höre Spinnen. Spinne. Okay. Wo ist meine... Da ist mein Speer. Du mit... Lager ist hier. Ja, ich hätte die echt ungern die ganze Zeit im Lager, die Yaks. Weil dann einmal verklicken und schon greifen die einen an. Das muss nicht sein. So, das Ding wächst schon. Sehr gut. Wir müssen essen. Dann wollen wir die noch irgendwo hinpflanzen. Das können wir mal hier machen. So. Solange es noch einigermaßen hell ist. Komm. So, 5 Stück sind nicht viel, aber das können wir nach und nach ausbauen. So, was fehlte jetzt noch? Es fehlte, glaube ich, einmal Bretter. Ah ne, das hat man schon gebraucht. Wir brauchen jetzt 4 Bretter für die Kiste. Drei Bretter für die Kiste, weil es geändert wurde. So, das kommt jetzt direkt hier neben. Und das ist Biokiste Nummer 2.
Wir brauchen mindestens 3 Biokisten. Und diese schnarchenden Yaks regen mich sowas von auf. Sind das nur 2? Ja, ich glaube schon. Ich mache jetzt mal was Riskantes. Wir ziehen dich an. Wir haben den Helm auf, die Rüstung an, wir haben Speer in der Hand. Ich haue jetzt einen von denen an. In der Hoffnung, dass nur er wach wird und wir ihn töten können. Wenn der hier auch noch kommt, dann müssen wir halt eine Weile im Kreis laufen. Im Notfall haben wir immer noch den Miner Head, um wegzulaufen. Also. Geronimo. Also, wenn man schnell genug klickt, trifft er einen trotzdem. Und wow. Okay. So viel dazu. Komm, beruhigt euch. Ganz ruhig, Jungs. Mal gucken, ob sie irgendwann aufhören. Also treffen können sie uns nicht. In die Fallen werden wir sie nicht locken können. Dafür sind sie einen Ticken zu groß. Vielleicht fängt der Tag an. Ah, der eine hat sich beruhigt. Gut, jetzt musst du nur der andere sich beruhigen. Komm, schlaf ein. Schlaf ein. Ist alles gut. Ich habe keinen Speer mehr in der Hand. Ich habe nur Pickaxe. Warum ist der eine angeschlafen und der jetzt hier nicht?